Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und wir sind zurück auf der Hyperion. Zum einen suchen wir einen Saboteur, der ist irgendwo an einem Hauptpanel hier unterwegs. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein und diesen Saboteur schnellstmöglich stellen. Ich hoffe mal, dass das Feld immer noch dahin führt. Hier lang, hier lang, hier lang. Da. Das ist sie, Zara. Hallo, Frau Saboteurin. Zara Kallus? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Rush hat dieselben Ermittlungen angestellt. Und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Rush als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kallus ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Der echte Saboteur schiebt die Sache möglicherweise ihnen beiden in die Schuhe. Weil wir beide herausgefunden haben, dass etwas im Gange ist? Das könnte sein. Es ist besser als die Vorstellung, dass es Rush war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Okay, Überwachungskameras. Rush, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf Sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat Sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Es heißt, auf der Station hätte es Probleme gegeben. Ja. Wir sind jetzt hier. Die Lage wird sich bessern. Dasselbe sage ich den Leuten auch immer. Sie sind jetzt hier. Sobald wir ein paar Außenposten errichtet haben, wird sich alles klären. Da bin ich mir ganz sicher. Wieso haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Ah, die am häufigsten gestellte Frage auf der Station. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie von diesem Projekt erfahren, wenn Nozomi mich nicht kontaktiert hätte. Nozomi? Captain Dunn. Von allen Captains, für die ich bisher geflogen bin, ist sie die Beste. Ich war im Grunde schon immer eine Entdeckerin. Und als sie mich bat, ihre Pilotin zu werden, wie hätte ich mir das Abenteuer meines Lebens entgehen lassen können? Was ist mit Ihrer Familie? Ich bin eine Waise. Meine Eltern starben vor Jahren, als die Minduir-Kolonie angegriffen wurde. Und ich habe auch keine Geschwister. Natürlich habe ich einige Freunde und entfernte Verwandte zurückgelassen. Aber ich habe auch hier Freunde. Ich liebe das Fliegen. Aber mir gefällt die Vorstellung, irgendwann zu meinen Wurzeln zurückzukehren und wie meine Eltern auf einem Feld zu arbeiten. Ja, okay. Also ganz in die Wurzeln, in die Milchstraße, das wird wohl schwierig werden. Aber das mit dem Feld kriegen wir hin. Wie sehen Sie das alles hier? Mit Hoffnung. Ich weiß, das ist eine verklärte Sichtweise. Aber muss ja irgendjemand weiterhin positiv denken, oder? Richtig. Absolut richtig. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Passen Sie auf sich auf. Positives Denken, das ist das Wichtigste auf der Welt. So, wir gehen jetzt nochmal zurück, weil ich will das vorher geklärt haben. Ich will wissen, wer dieser Saboteur ist und ihn schnellstmöglich ausschalten. Nicht, dass da irgendwas passiert. Das darf auf keinen Fall sein. Und deshalb rein wieder in den Fahrstuhl, beziehungsweise in die Bahn. Und hin zur Nexus. Ich weiß nicht, was da jetzt eigentlich mit der Hyperion passiert. Bleibt die Hyperion jetzt dauerhaft für immer hier angedockt und ist quasi Teil der Nexus, also quasi wird Teil der Station, oder wird die irgendwann mal abgedockt und es geht weiter? So, aber wir gehen erstmal hier, Überwachungskameras. Ja. So, Überwachungsaufnahmen 1. Instabilität bei Netzwerkzugang entdeckt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine Fehlerweise Wiedergabe zu... Oh. Schadensbegrenzung. An Kieran Chandos von Jarun Than, Direktor der Andromeda-Initiative Kantros. Wie Sie wissen, gab es während Ihrer Abwesenheit eine Meuterei auf der Nexus.
Die Ereignisse sind rasant eskaliert, aber wir glauben, dass es mit einem Feuer in den Hydrokulturen und einem Diebstahl in der Waffenkammer anfing. Es gab unterschiedliche Beweggründe für den Aufstand. Herdenverhalten spielte sicherlich eine Rolle, doch von Seiten der Anführer, darunter ihre Vorgängerin, der ehemaligen Sicherheitsdirektorin Sloane Kelly, war es ein bewusster Verrat. Es gab einige oberflächliche Versuche, die Schäden zu katalogisieren und zu beheben, die Sloanes Leute während des Aufstands verursacht haben. Gestohlene Vorräte, zerstörende Ausrüstung, solche Dinge. Aber ich hatte gehofft, dass die Miliz einen offiziellen Bericht anfertigen kann. Wenn wir überleben wollen, müssen wir arbeiten, womit wir noch arbeiten können. So. Aber das hier ist eigentlich das, was ich brauche. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Na, dann benutzen wir nochmal Überwachungsaufnahmen 2. Die ganzen Dinger, kann sein, dass ich die schon mal gelesen habe. Die sind ja auch schon alle ausgekraut, deswegen lasse ich das mal. Beziehungsweise es waren die, die ich, glaube ich, Pause-Modus genommen habe. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Ja, müssen ja wohl. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Okay, entweder der Nexus oder der Hyperion. Man muss natürlich dazu sagen, dass der natürlich auf der Nexus war. Allerdings jetzt könnte er durchaus auf der Hyperion sein. Keine relevanten Daten, ist ja auch ein Weibchen. Du bist ein Männchen. Keine relevanten Daten. Achso, da oben, ich habe sogar einen Wegpunkt. Na, dann gehen wir mal hin. Gucken mal, ob wir da oben was finden. Warst du das? Keine Übereinstimmung. Okay. Hier unten haben wir noch einen. Keine Übereinstimmung. Ja, habe ich auch nicht erwartet. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Imperium. Hier hinten gibt verdammt wenig Sicherheitspersonal, muss man. What? Unten, ich glaube, ich muss schon zur Hyperion. Okay. Immerhin wird es mir angezeigt. Ich dachte schon, ich müsste jetzt jeden Menschen hier scannen. Das wäre natürlich ungünstig. Okay, also nochmal zur Nexus. Und dann gucken wir mal. Hey, Cora. So. Miau. Okay. Diese Person ist es nicht. Das ist gut zu wissen. Weil der stand ja auch schon eine ganze Weile da. Ah, guck mal einer an. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist Bill Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ja, das mag ja sein, aber... Ich bedauere diese Vorfälle, aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen.
Wir können ihnen nicht erlauben, an Bord zu bleiben. Niemand kann sagen, wozu sie sonst noch fähig sind. Moment mal, Sie lassen mich gehen? Wenn Sie das Exil als gehen lassen bezeichnen, dann ja. Verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder zurück. In Ordnung, ich gehe. Hoffentlich geht er auch wirklich. So, Lebensfähigkeit erhaltene Andromeda 73 Lebensfähigkeitspunkte. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den Saboteur entsabotiert. Das ist eine gute Sache. Was war das da hinten? Oh, ein Behälter. Universalgel und eine Carnifex 1. So, okay. Aha. Ich würde mal sagen, jetzt wo wir gerade sowieso auf der Hyperion sind, gucken wir uns ein bisschen um und werden mal hier oben unsere Missionen weitermachen. Und zwar im Atrium nach, müsste hier hinhauen, zum Semkern. Richtig, dann machen wir jetzt das. Hallo Sarah, willkommen zurück im Semkern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Das ist gut. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssten etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Sam, wenn wir zusammenarbeiten wollen, darfst du in Zukunft nichts mehr vor mir geheim halten. Es tut mir leid. Ich erfülle lediglich die Wünsche Ihres Vaters. Was hat er uns verschwiegen? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten, ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Oh. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber auch deutlich weitreichender, als die meisten Leute hinnehmen würden. Ihr Vater wusste, dass einige es fürchten würden. Ja, da hatte er vermutlich nicht ganz unrecht. Also, was bedeutet das für uns beide? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Okay. Ja, die neuen Profile. Das ist im Prinzip das, was, wie nennen die es da, was früher die Klassen waren. Ich kann jetzt quasi verschiedene Profile anlegen und mit diesen Profilen dann arbeiten. Ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit und wie das funktioniert. Deswegen, ja, mit den Profilen kann Sam Riders Implantat umkonfigurieren, um die Leistung auf dem Schlachtfeld zu verbessern. Ändern Sie ein Profil, um es zu aktivieren. Ja, wir machen mal Soldat. Investieren Sie Kampf-, Tech- und Biotik-Fähigkeiten, um mächtige Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Natürlich. Momentan habe ich natürlich nur, sagen wir mal, Biotik- oder Tech-Fertigkeiten gemacht. Insofern gibt es da halt noch nicht viel. Warte mal, ich wollte da nochmal rein. Also erstmal Z. So. Fähigkeiten. Ich wollte da nämlich nochmal rein und zwar Profile. So. Hier. Favoriten und dann kann ich hier irgendwo einen Favoriten festlegen. Kräfte, Betäubungsgranate, Universal, auf Soldatprofil.
Kann ich die auch noch ändern oder sowas? Die ausgewählten. Ja, gut, ich habe eh noch nicht viele Fähigkeiten freigeschalten, insofern passt das schon. Hust. Also Soldatprofil ist soweit gut. Ansonsten haben wir 3 Punkte. Wir könnten hier mal gucken, was gibt's denn bei Biotik beispielsweise? Werfen. Werfen ist eine schöne Sache. Aha, aktuelle Ausstattung, Singularität, Lanze, Biologie, Eindämmung. Im Prinzip kann ich, ja, wie gesagt, hier das in das Soldatprofil wahrscheinlich mit reinhauen. Ich mache aber mal ein richtiges Soldatprofil, sonst macht es keinen Sinn. Ne? Deswegen gehen wir mal hier. Quatsch, auf Kampf. So, Escape zurück. Universalgranate haben wir. Barrikade wäre das. Ich Topolade. Topolade fand ich cool. So, das habe ich nämlich im Mehrspieler schon gespielt, deswegen weiß ich, dass das Teil gar nicht mal so schlecht ist. Erhöht die Feuerrate halt. So, erlernen. Oh, gleich 2-mal. Okay, auch gut. So, bestätigen und beenden. Bestätigt. So, ansonsten hier Änderungen rückgängig machen, Kraft wählen. Die Sachen werden jetzt automatisch installiert bei den beiden. Bei Cora und bei Liam, beziehungsweise halt auch allen anderen. Ich habe das so eingestellt, dass die vollautomatisch ihren Level abbekommen. Man sieht zwar hier, ist noch ein Punkt verfügbar, aber das ist, ja, das geht von alleine. So, ansonsten, flip und zurück. Beziehungsweise wir könnten mal speichern. Schadet auch nie. Ich weiß gar nicht, welche Taste ist denn eigentlich. Speichern, gibt's sowas? Aha. Ich drücke gerade alle Tasten durch wie ein Wilder. Nein, nein, nein. F9 lasse ich mal weg. Könnte man ja auch gucken, ne? So, Profile. Achso, das ist das. Ja, okay, ich muss das bei Gelegenheit mal durchgucken. Jetzt wollen wir natürlich weitermachen, deswegen machen wir auch weiter. Zuerst mal gehen wir in das Quartier meines Papas. Pathfinder. Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Sie können sie aber natürlich betreten. Natürlich. Weil ich bin ja jemand außer mir. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Ja, das stimmt. Achso, ich dachte, da wäre, was weiß ich, die Dusche oder sowas. Eine Schusswaffe. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Absolut. Okay, was... Die Normandie. Guck mal, da ist die Normandie. Jeder kennt die Normandie. Mass Effect 2 bis 3. Ne? Also die SR1 war ja Mass Effect 1, deswegen konnte ich das... Was ist das denn hier? Sam? Was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Alec hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Okay. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen. Er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. So, da kam ich gerade nicht raus. Hier haben wir, ja, jetzt hier drin nichts mehr. Wir gehen mal raus und gehen nochmal zum Sam-Kern. Denn, ja, wir wollen nochmal dahin. Ja, das Archiv da hinten habe ich gesehen. Also die Blockierungen, die ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass sie sehen. Moment, ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja, sie erleben sie über ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Na dann, wie die Erinnerung ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option.
Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Ja. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Ja, das war scheinbar noch ein kleiner Buggy-Glitch hier, wie das jetzt hier aussah, aber... Wow. Andererseits. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, der Glitch natürlich kann andererseits ja auch ein Erinnerungsfehler sein. Es muss ja nicht immer alles gleich stimmen. Aber ja. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay. Ich arbeite weiter daran. Ja, ansonsten noch ein paar Fragen und so. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Mhm. Es gibt also noch andere Sams. Korrekt. Allerdings hat Ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Ich nehme an, deine Basis ist hier im Sam-Kern. Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Naja. Mhm. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. Ja, und überhaupt, und hast du nicht gesehen. So, allerdings, wie geht's meinem Bruder, genau? Weißt du Näheres über Scotts Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt Scott so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Aha. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt,
Die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt, und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Das ist toll. Das war vorerst alles. Natürlich. So, wir können natürlich nochmal direkt nach Scott sehen, aber vorher schauen wir nochmal bei dem Archiv vorbei. Denn ich habe extra, deswegen bin ich nochmal zurückgegangen, um, naja, nicht zweimal hinrennen zu müssen. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. So, bis hierhin habe ich nämlich schon nochmal gespielt. Husten, oh Mann, wo kommt der jetzt her? Ja, wie gesagt, bis hierhin habe ich schon mal gespielt gehabt und dann musste ich ja, weil ich die Aufnahme nicht ging, nochmal anfangen. Das heißt, ab jetzt gibt's, sobald das alles hier fair durch ist, gibt's da Neues. Juhu! Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Na, hoffentlich, wirklich, ja. Also ich hoffe das natürlich auch, aber wir sehen weiter. Asari-Archäologin, ja, wer da wohl gemeint ist. Genau, Liara. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tassoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere, hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Sehr schön. Hier ist die erste Nachricht. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Ja, na, mit Sicherheit, mit großer Sicherheit. Liara, ach, schön mal wieder bekannte Stimmen zu hören, ne? Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ja, sehr schön. Ja, andere Themen. Auf jeden Fall toll, toll was von Liara zu hören. Ich find's prima, weil letzten Endes, ja, was will man machen? Klar, sie ist nicht da, sie wird nie im Spiel auftauchen. Aber zumindest quasi ein paar Rückschlüsse auf die alte Milchstraße. Ich hoffe, da gibt es dann doch ein paar mehr. Auf die alten Spiele, um halt wirklich die Erinnerungen frisch zu halten. Das wird auf jeden Fall notwendig sein. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Naja, ich auch. So, verschlüsseltes Log 2, das geht natürlich noch nicht. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Richtig. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Genau. Das hier war verschlüsseltes Log 1, das haben wir freigeschaltet, dann gucken wir da mal rein. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann.
Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war, ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Na, schauen wir mal. So, abmelden. Okay, wir haben fast alles weg. Hier sind noch zwei Audioausschnitte. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Ich auch. So, noch einer. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Naja, einen haben wir kennengelernt in Mass Effect 3. Sobald das Aussterben bestätigt ist, fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie, sondern der Exoarchäologie. Ja, also wie gesagt, wir haben einen noch kennengelernt, wirklich richtig ausgestorben sind sie nicht. Allerdings, naja, wirklich viel ist mit einer Person nicht anzufangen, ne? So, wir gucken mal weiter. Im Kern waren wir. Ich weiß nicht, ob es hier auf der Nexus noch irgendwas gibt, was man noch sehen und erkunden kann. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Hey, Captain! Ryder! Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der Sam-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey. War schon drin. Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Naja, ich werde ihn vermissen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wünschte, er wäre noch hier. Er hätte mir so vieles beibringen können. Bisher haben sie sich doch ganz gut geschlagen. Sie schaffen das schon. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Was machen Sie jetzt, nachdem die Hyperion angedockt hat? Normalerweise würde ich das Auftauen der Kolonisten überwachen. Allerdings wurde das vorerst zurückgestellt. Wie man hört, arbeiten Sie aber schon daran, das Problem zu lösen. Viel Glück dabei. Ja, ohne Außenposten, ohne Kolonien, keine Kolonisten, ne? Deswegen eingefroren lassen ist vielleicht das Günstigste. Hätte Ihnen jemand vor 5 Jahren erzählt, dass Sie heute in Andromeda sein würden? Ernsthaft? Ich hätte ihn einfach nur ausgelacht. Allerdings ist unsere derzeitige Lage auch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber wir alle wussten, dass die Bedingungen bei unserer Ankunft hier möglicherweise nicht perfekt sind. Wenn man sich verpflichtet, hofft man auf das Beste und rechnet mit dem Schlimmsten. Ja, also ich sag mal so, vor 5 Jahren hat die sicher gar nicht gelacht, da hat die nämlich noch tief geschlummert. Vor 605 Jahren, eher. Warum haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Wir sind weit von zu Hause entfernt. Wie hätte ich es nicht tun können? Ich liebe meinen Job. Hierher zu kommen, das alles, war einfach der logische nächste Schritt. Unter neuen Sternen zu segeln. Neue Welten zu entdecken. Welche anständige Entdeckerin würde sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Stimmt. Danke für Ihre Zeit. Nun, wie auch immer. Auf mich wartet Arbeit. Ich muss Anfragen einreichen,
Administratoren schikanieren und einige Leute aufwecken. Viel Glück da draußen. Na dann, euch auch hier. Wir geben uns Mühe. So, die Brücke ist zu. Ja, da wird ja auch nichts mehr gebraucht. Was willst du auf der Brücke, wenn das Schiff nicht mehr fliegt? Ansonsten gucken wir uns noch ein bisschen um. Mit der Dame hatten wir geredet. Hier ist alles soweit okay. Entschuldigung. Wieso husten? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ey. Dann mal gucken, mal was trinken. Vielleicht hilft das. So, ansonsten hier auch nichts Interessantes, nichts Neues. Hier ist zu. Überall ist alles zugestellt hier. Leute, ihr müsst mal aufräumen. Okay. Aber ich denke, jetzt wird es langsam Zeit, wirklich unser Schiff zu suchen. Unsere neues Aufgaben, unsere neue Aufgaben sind vor uns. Und dazu brauchen wir ein Schiff. Die Hyperion fällt natürlich aus. Erstens ist das eine Arche. Zweitens ja, ist die nicht so schnell wie ein neues Erkundungsschiff. Und drittens, ja, ich weiß nicht, wo die landen kann. So, zur Andockbucht können wir jetzt. Eine Habitat. Oh, guck mal an. Kommandozentrale. Habitat deckt der. Alles klar. Guck mal einer an. Jetzt weiß ich, wie das geht hier. Okay. Andockbucht. Da wollen wir hin. Mal sehen, was uns Tan gegeben hat. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Mhm. Das ist die Tempest. Cooles Schiff. Sehen wir sie uns mal genauer an. Das habe ich jetzt auch vor. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also diejenige, die hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Ja, okay. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Ich war's nicht. Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Ehrlich. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Nicht übel. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Die Kleine könnte mir gefallen. Endlich zumal jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Richtig, genau das meine ich. So, eingeleitet, neues Achievement. Und ja, ich leite hier mal aus. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.